Einen wunderschönen guten Morgen hier im Sternentautal bei Stardew Valley. Hallo Slurps. Reden wir über Sonnenblumen. Wenn du sie erntest, bekommst du nicht nur eine schicke Blume, sondern auch ein paar Samen. Ihr könnt die Samen nicht nur neu pflanzen, sondern verkaufen. Mehr brauche ich nicht zu sagen, oder? Nein. Der Herbst hat angefangen. Oh, das ist aber schön. Normalerweise ist Orange gar keine Farbe, die ich mag. Aber es sieht echt schön aus. Oh, hier, das mit dem Lila. Ah, guck mal einer an. Inventar voll, natürlich. Oh, ja, genau, das war das Ding. Ich muss erstmal mein Inventar leer machen. Meine schöne Hühnerstadt. Nee, guck mal, ein Schlafzimmer. Nee, das ist mir zu creepy im Schlafzimmer. Hehe, da sieht's gut aus. Okay. Tü-tü-tü. Dann hier erstmal Ordnung machen. Kann ich hier auch einfach absegeln? Ne, das ging nicht, gell? Ne. Denn alles neu macht der Herbst. Wer kennt sie nicht, die berühmten Zeilen? Ups. So, wie viele Goldbarren habe ich? Ich muss jetzt gerade mal hier erst Ordnung machen. Es kommt gleich wieder Inventar voll. Wollte ich nicht gerade irgendwas verkaufen? Und da, die Pilze doch. Den Stein her. Lass mir den Stein gießen, weil durch das Wasser ist er weniger starr und ich kann ihn viel besser entfernen. So war die Denkweise hinter meinem Tun. Der kann auch hier rein. Ja, die gebe ich trotzdem beim Gunther ab. Okay. Ich brauche halt immer noch diese Batterien. Die dann aufgeladen werden von den Blitzableitern, oder? Ich muss mal gucken, wie man die... Warte mal, was ist denn, wenn ich das so mache? Nee, das geht nicht. Ich muss die so entfernen. Im Lebtag nicht. Da gibt es doch bestimmt eine einfachere Methode. Das Eichenharz. Das benutze ich erstmal für ein Fass. Das baller ich jetzt nicht raus. Ein Eichenharz, nur dann kann ich es ja doch schon bauen. Okay, dann Holz, Eichenharz. Was war das andere? Kupferbarren und Eisenbarren. Ja. Hier, mein Freund. Wo ist der Eisenbarren? Ich glaube, die habe ich hier unten drin. Damit ich möglichst durcheinander komme mit all meinen Sachen. Das war der ursprüngliche Plan. Qualitätssprinkler. Den benutze ich gleich. Gemischte Saat benutze ich. Es bin voll. So, du kommst da rein. Du gehst mir die ganze Zeit schon auf die Nerven. Okay, und dann kann ich jetzt da Hopfen reinballern, nehme ich an. Und dann mache ich ein schönes, helles Bier. Bier. Okay, was brauche ich für die Sprinkler? Qualitätssprinkler.
Sehr schön. Ich brauche noch mehr Goldbarren. Und mehr Quarz. Die Goldbarren sind dort beschäftigt. Oh, ich muss ja noch zum Pierre und Samen einkaufen. Wie lange braucht denn das Gold, bitte? Okay, dann gehen wir erstmal in die... in die City. Ich brauche Joja Cola für eine Kasserolle. Sebastian. Ja, habe ich jetzt keine dabei, habe ich getrunken. Oh. Zwischensequenz. Oh, Abigail ist ein Gamer Girl. Nein, Slurp. Du kannst dich nicht schon wieder neu verlieben. Bleib bei Emily. Hast du mich erschreckt? Warum schleißt du dich so an? Seufzt, ich habe Reise des Perikönigs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level, ich auch nicht. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Okay, dann legen wir mal los. Bewegen, schießen, Item. Peng, peng. Da kommen sie! Man kann auch schräg schießen. Das ist mir zu kompliziert. Geld! Nein! Da bist du gestorben! Wieder gestorben. Halb fertig. Was mache ich denn mit dem Item? Okay, ich habe das Item getrunken. Keine Ahnung, was mir jetzt gebracht hat. Oh, hat mich schneller gemacht. Kaffee macht mich schneller. Wenn es im echten Leben doch auch so wäre. Vielleicht war es ja auch gar kein Kaffee. Vielleicht war es ja auch Matcha-Tee. Oder einfach ein Glas Milch. Oder... man weiß ja nicht. Easy. Hey, das war lustig. Danke, Slurp. Du kannst echt gut mit dem Joystick umgehen, hm? Das wundert mich nicht. Warum? Weil ich auch Feld bestellen kann? Ja, ich weiß eine Menge über die Leute, die hier leben. Ja, ich gehe dir aus dem Weg. Och, Jo, wie lange brauchst du denn, um hier rauszukommen? Hallo, Mani. Oh, ich muss dir was schenken, Mani. Oh, ich nehme es, wenn es sein. Ich habe dir gerade Gold geschenkt. Beste Wertanlage der Welt. Okay. Kürbis, Mais, Senfkohl, Süßkartoffeln, Preiselbeersaat. Oh Gott, wie viel gibt's denn hier? Sonnenblumen, Feensaat, Amaranthsaat, Weintrauben. Zucker, Reis, Essig,
Oder wollte ich eigentlich auch die ganze Zeit mal was anpflanzen? Ah, hier ist das mit den 8 Feldern, die umliegend leer sind. Mein Algenfreund hat mich darüber informiert, dass es bei Bäumen wichtig ist. Ja, aber mache ich jetzt nichts. Bäume mache ich als letztes. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt hier anpflanze. 13 Tage. Wenn ich 2 Sprinkler drum mache, 9 Felder, 2 mal 9 sind 18. Mais habe ich schon, Auberginen. Kann mehrmals geerntet werden, das ist nice. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Dann geht's kurz ins Gemeinschaftszentrum. Genau. Hier. Nee. Hä? Doch. Nee. Erst geht's zum Museum. Wenn ich sage, erst geht's zum Museum, meine ich, erst geht's zum Clint. Ich denke, ihr könnt mir folgen. Geh oder aufbrechen. Das nämlich. Huch, was ist das? Barit. So, Gunther, zeig mal her. Oh, Jadehügel. Ein neues Bild. Das ist doch schön. Hallo, Slurp. Interesse an einer Brombeere? Das ist für mich fabelhaft. Fabelhaft. So hat er es bestimmt gesagt. Okay, einmal zurück auf den Hof. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Haselnuss. Wir verkaufen in der Klinik auch ein wenig Medizin direkt am Schalter. Schau also ruhig vorbei, wenn du erschöpft bist. Ich weiß, dass die Hofarbeit ziemlich ermüdend ist. Übertreibe es. Oh, Verzeihung. Ich liebe Tiere, Herr Slurp. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden sie sicher gute Freunde. Oh, ich muss meine Hühner streicheln. Die brauchen noch Herzen. Ja, was würde ich nur ohne euch machen und eure Kommentare? Das klang viel ironischer, als es gemeint war. Hallo, Oskar. Oh, cool, Eier! Moment. So, wieder da. Kurz Telefon. Okay. Sprinkler Season. Perfekt. Ja, dann machen wir erstmal das so. Kann ich das hier oben schon bauen? Mir gleich. Mache ich das jetzt mit der Tapete? Ah! Gefällt mir das? Ja, auf jeden Fall besser als dieses Blumenmuster. Diese Pflanzen, die fand ich jetzt nicht so ganz attraktiv. Schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ich habe hier auch nochmal eine Hühnerstatue. Die muss ich auch nochmal aufstellen.
Genau, euch habe ich gesucht. Will ich dann direkt hier unten drunter die Felder haben? Nee. Okay, das sieht fürchterlich aus. Aber es dient mir jetzt einfach als Begrenzung. Und dann machen wir... Oh, das passt mir überhaupt nicht mit den Maisdingern hier unten. Das muss ich sofort ändern. Das sieht grausam aus. Und mit sofort meine ich, nachdem ich die Felder angelegt habe. Ja, ist hier. Aber wie ging das jetzt? Perfekt. Wie kann ich es abbrechen? Gar nicht. Ich bin auch ein Trottel, ich hätte nur 16 kaufen müssen. Simple Mathematik ist mir ferne. Okay, was habe ich jetzt noch? Weintrauben, Setzlinge und Auberginensaat. Mist. Damn you. Oder? Das muss ich gerade mal überlegen. Nein. Als wär's dafür gemacht. Nein, ich bin ein Trottel. Aber dann ist es so. Oder ich mache den Boden hier noch weg. Nein, gut, dass ich zu viele Melonsamen gekauft habe. Kürbis. Wir machen das anders. Und ich habe wieder vergessen, die Felder zu düngen. Ich Trottel. Ich sehe schon, wie mein Algenfreund einfach mir schreiben wird. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand so kompliziert Felder anlegt. Okay. Die muss ich, glaube ich, jetzt alle trotzdem mal von Hand gießen am ersten Tag, oder? Na
gut. Dann machen wir das. Habe ich jetzt hier unten was eingepflanzt? Das sehe ich gar nicht. Müsste ja von der, ja, Menge der Samen. Und dann habe ich die, muss ich dann schon wenigstens schon mal nicht mehr gießen. Ich kann hier aber nochmal Gold reinschmeißen. Und dann gehe ich morgen ins Gemeinschaftszentrum und beende die eine Aufgabe. Aber das ärgert mich, da ich den Dünger bei den Kürbissen vergessen habe. Ich weiß, dass es spät wird. Trotzdem möchte ich meinen Mais gießen. Okay. Ja, komm, den Rest machen wir morgen. Oder? Ja, komm, ich geh ins Bett. Das war ein sehr chaotischer Tag. Aber das sieht wieder schön aus, das beruhigt mich. Mir überraschend gut. Und jetzt Mais verkaufen. Zack, zack, zack. Ich mich mal diesen. Huch, wo ist denn der Boden da? Der besser aussieht. Wenn der nebeneinander gelegt wird. Oh ja, sehr viel besser. Ich vermisse immer noch diesen geilen Steinboden. Der so richtig schöne. Ja, wie heißt das denn? Fliesen ist das falsche Wort. Okay. Lassen wir es erstmal so. Die anderen Sachen noch anpflanzen.
Da baue ich jetzt erst noch Sprinkler. Wahrscheinlich ist das klug. Ne, wahrscheinlich. Ich gehe jetzt erstmal in das Gemeinschaftszentrum. Ich muss meine Hühner noch gleich pflegen, das darf ich nicht vergessen. Oh, diese Jahreszeitenwechsel, die machen mich fertig, merke ich. Huch. Ah, hallo Slurp. Du bist zur perfekten Zeit aufgetaucht. Es ist unser neues, besondere Bestellungenbrett. Robin und ich haben es von Grund auf neu aufgebaut. Louis, du hast nur die Nägel gehalten. Geil. Ignoriere sie. Jetzt lass mich erklären. Seit Dörphof wieder im Geschäft ist, hat sich die lokale Wirtschaft wirklich belebt. Ich weiß, ich bin ein Segen für jeden Ort. Infolgedessen haben mich einige der Ortsansässigen nach einer Möglichkeit gefragt, lokale Zutaten für ihre Geschäfte oder persönlichen Projekte zu beschaffen. So kamen Robin und ich auf die Idee eines neuen, besonderen Bestellungenbretts, wo es für die Leute mehr Sinn macht, größere Aufträge aushängen zu können, anstatt bei der alten Tafel vor Pierres Laden. Hä, wer ist Pierre? Ja, zum Beispiel habe ich vor, Hartholz für ein Bett anzufordern, das ich anfertigen möchte. Ups. Gar nicht gelesen. Das dachte ich mir. Ich würde nichts anderes von dir erwarten, Slurp. Wahrscheinlich habe ich gesagt, dass es eine ganz tolle Sache ist. Also, bist du dabei? Erz. Nun, ich bin sicher, dass du beschäftigt bist, also werden wir dich nicht länger von deiner Arbeit abhalten. Wie immer weiß ich deine Bereitschaft zu schätzen, deinen Beitrag zu leisten. Zum Wohl aller. Mach's gut, Slurp. Okay, also kann ich da jetzt anscheinend größere Aufträge machen und bekomme dann dafür auch mehr Monetos? Das habe ich so richtig verstanden. Ich gehe jetzt mal ins Gemeinschaftszentrum, bevor ich das vergesse. Eins nach dem anderen. Ich brauche nur diese Haselnuss. Komplett. Noch ein Schmelzofen. Das ist ganz praktisch. Und der Geologe, der Feuerquarz fehlt noch. Alles klar. Ei, ei, ei. Kochfutter? Nein. Ah, hier kommt die Sonnenblume ins Spiel. Hier. Ah, du brauchst ein Riesenei oder ein weißes Ei. Ne, Entenei ist das, okay. Ja, hier ist noch die Haselnuss. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Da bin ich froh, wenn ein Raum einfach mal abgeschlossen ist. Jetzt geht's an das besondere Brett. Dann geht's zurück auf den Hof. Ja, ich... Wo ist das Brett beim Bürgermeister, nicht wahr? Yes. Höhlenpatrouille. Die Anzahl von Skeletten in den lokalen Höhlen haben Bergbau gefährlich gemacht. Für andere Leute nicht, für mich. Es gibt gutes Geld für jeden, der bereit ist, 50 von ihnen zu töten. Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung von Weißer Thun auf ein nicht mehr tragbares Niveau angewachsen. Ich brauche einen örtlichen Angler, der mir hilft, ihre Zahl zu reduzieren. Okay. Hat man dann immer eine Woche Zeit, die zu machen. Knapp eine Woche. Machen Folgendes. Oder ist wieder Sport?
denn Senfkohl? Ne, ich will die Sonnenblumen. Ah, Süßkartoffeln sind auch geil. Hallo, Sonnenblumen. Mal schauen, wie das alles wird. Oh Gott, es wird wieder so eine ewig lange Folge. Diese zwei Tage, die ziehen sich jetzt mittlerweile echt. Also mich stört es nicht, weil ich das Spiel gerne spiele, aber wenn die euch zu lang sind, müsst ihr Bescheid geben. Aber nur einen Tag zu spielen, fände ich auch lame. Mal gucken. Okay. Und das hier muss weg. Achso, ich muss die... Irgendwann habe ich den Überblick über meine eigene Lagerwirtschaft. Sehr gut. Ich bin noch nicht 100% happy, aber ich bin hier durch diese Flächen mit dem Gras auch ein bisschen eingeschränkt in meinem Tun. Aber das gehört halt dazu, wenn man den Waldhof haben möchte. Was ich tue. Perfekt. Hier, hier, hier. Weg. Ja. Okay. Dann noch normalen. War jetzt hier noch Dünger drin? Nee, die Saas. Dings, die Sternfrucht. Standarddünger habe ich noch, perfekt. Dein Schild. Nee, nee, nee. Voll. Oh, ich habe hier Lehm gefunden.
Ah, ich hätte das 1 weiter nach links setzen müssen. Aber das machen wir im nächsten Jahr. Im Winter kümmern wir uns mal nochmal darum, da weiß ich Bescheid. Weil das gefällt mir so nicht. Aber das ist jetzt so. Das kommt weg. Das, nein, du kommst hier rein. Muss ja gerade mal Ordnung machen. Okay. Siehst. Okay, dann kommen jetzt unten noch Sachen rein. Das war zwar nicht so geplant. Es ist wieder nicht so schön geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich einfach ja nicht so 100% aufmerksam war, wie ich es wollte. Okay, hier kann theoretisch auch noch eine Ebene hin, das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Was habe ich jetzt noch an Samen? Okay, das muss noch verbaut werden, das will ich auch noch verbauen. Noch Aubergine und Sonnenblumensamen über. Ja, ihr kommt auch noch hier rein. Komplettes Chaos. Na gut. Dann gießen wir noch schnell. Im nächsten Jahr wird alles schöner. Vielleicht mache ich dann vorher mal so einen Lageplan, wie ich die Sachen verteilen möchte. Das wäre bestimmt auch cool. So richtig am Reißbrett alles entwerfen. Eine Fackel oder sowas, wenn er nicht verkehrt. Die Frage ist halt, muss ich das jetzt echt alles noch gießen? Wächst einfach einen Tag später, oder? Wenn ich es jetzt nicht gieße. Ja, genau. Gehen wir ans Bad Slurp. Wird ein besserer Tag. Kurz noch seine Hühnern gucken. Ja, ich will euch ja gar nicht wecken. Tut mir leid.
Nee, hier hatte ich die Düngersachen drin. Oh, das Bier ist fertig. Helles Bier. Pam! Okay. Das waren zwei lange, verwirrende Tage. Aber ab morgen ist alles wieder klarer. Gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, drückt hier unten einen der Knöpfe, schreibt in die Kommentare, was euch am wenigsten verwirrend vorkam. Und wir sehen uns morgen. Bis dann, ciao.